Ein fröhliches Wintermusical für kleine und große Leute gab es vor kurzem im Kinosaal des Kulturhauses in Bruck. In jedem von uns stecken ein Engerl und ein Bengerl und beide wollen sich dann und wann Ausdruck verleihen. In der Geschichte geht es darum, dass jeder mal Engerl und Bengerl sein kann. Und es ist auch gut, wenn man das auslotet, also nicht nur Engerl und nicht nur Bengerl. Der Entwicklungsprozess ist, dass man beides ist. Ne? Könnte man so bezeichnen jetzt, der brave Bub und der Lausbub? Der brave Bub und der Lausbub, oder die Mädchen sind oft die Braven und die Jungs die Schlimmen. Und wir versuchen das in der Geschichte auszugleichen, dass jeder ein bisschen was hat und am Schluss, das möchten wir offen, das ist die Überraschung, das lassen wir offen. Ich habe geträumt, alles war ganz friedlich. Fünklein, Siebenschläfer ziehen von Beginn an die Kinder in ihren Bann. Ob lustig oder ernst, man zieht die Kinder gleich ins Stück hinein. Ach, das ist relativ einfach. Unsere Stücke, die passieren nicht auf Kopf, intellektuell, sondern die kommen aus dem Herzen. Und das Herz hat keine Grenzen, weder für alt noch für jung. Die Kinder sind sogar leichter einzubeziehen wie die älteren Leute. Die haben oft Schranken und Barrieren und sind nicht so leicht zu begeistern. Die Kinder kriegen wir immer, ist kein Problem. Wie viele Teilnehmer, wie viele Mitglieder hat Ihr Ensemble? Na, auf der Bühne stehen meistens drei Leute, drei Schauspieler und dann gibt es noch Lichttechniker, Tontechniker und rundherum Büro gibt es jede Menge, also ein ganz großes Heuschrecktheater, ungefähr 15 Personen, Mitarbeiter. Eine ganz schöne Zahl an Mitarbeitern und das sah man auch an der professionellen Arbeit auf der Bühne. Der Siebenschläfer, die Bahn, schläft aufs Fenster oder hin, schläft am Tag und in der Nacht, weil er das am liebsten macht. Und weil Engerl und Bengerl beim Publikum so gut ankamen, gibt es vor Weihnachten noch ein dicht gedrängtes Programm beim Theater Heuschreck. Bis nächste Woche haben wir, glaube ich, 9 Vorstellungen, teilweise 2 am Tag und fahren durch ganz Österreich, Steiermark, Oberösterreich. Ja, sehr dicht. Natürlich in Wien, wo wir herkommen, sehr viel. Vor Weihnachten immer sehr dicht. Was bedeutet für Sie persönlich jetzt Weihnachten? Das habe ich versucht in dem Stück aufzuarbeiten. Das ist immer sehr gespalten, weil es Kopf und Herz. Und wir haben versucht, das im Stück aufzuarbeiten. In der Vorweihnachtszeit war ich selber oft auch immer das Bengerl. Und ich habe mir dann versucht, durch die Arbeit in dem Stück, weil ich auch Regie mache in dem Stück, versucht, das Bengerl loszulassen, das Engerl zu werden. So gesehen kann Weihnachten also kommen. Eine schöne Weihnachtsgeschichte, die im vollen Kinosaal des Kulturhauses Bruck zahlreiche Freunde fand. Die Kinder verfolgten es jedenfalls mit großen Augen.